Ich glaube, wir befinden uns in bewegten Zeiten. Die Auseinandersetzung um TTIP und CETA geht in die heiße Phase. Es steht zu befürchten, dass unsere Rechte und Freiheiten noch weiter eingeschränkt werden. TTIP ist mehr als Investorenschutz und Chlorhühnchen. Dieser feuchte Traum der Neoliberalistinnen ist nur ein Aspekt einer perfiden Verwertungslogik. Alle Probleme, denen wir als Menschen heute gegenüberstehen, haben eine Ursache. TTIP, CETA und alle Freihandelsabkommen öffnen dem internationalen Kapital Tür und Tor. Das Kapital kennt keine Grenzen. Auf der anderen Seite sehen wir die Grenzen tagtäglich. Grenzen, die Menschen aufhalten und Grenzen, an denen Menschen sterben. Stacheldraht in Ungarn und gekenterte Boote im Mittelmeer. Wie hängt das zusammen? Es scheint, als ob das Elend an den Grenzen Europas Halt machen soll. Dabei ist es das Elend, welches das kapitalistische Wirtschaftssystem verursacht. Ein Lebensstandard, der auf der Ausbeutung des globalen Südens beruht. Geflüchtete an den Festungsmauern Europas sind die Folge. Arbeitsplätze in der deutschen Waffenindustrie kosten Menschenleben, weit über die Grenzen Europas hinaus. Als Folge imperialistischer Kriege, wie im Irak oder in Afghanistan, werden Millionen in die Flucht getrieben. Die Destabilisierung der Regionen hat Chaos und Bürgerkrieg erst verursacht. Aber Krieg wird auch mit wirtschaftlichen Mitteln geführt. Durch subventionierte Lebensmittel aus Europa wird die Landwirtschaft in Afrika kaputt konkurriert. Dank Subventionen in Millionenhöhe können Tomaten aus Europa lokale Produkte in Ghana unterbieten. Die Subventionen führen dazu, dass das Tomatenmark aus der EU um die Hälfte billiger angeboten werden kann, als es die Herstellungskosten erlauben. Hier wirken Freihandelsabkommen. Schon jetzt ist die Situation katastrophal. TTIP und CETA gießen genau diese Politik in Zement. TTIP bringt höchstens ein marginales Wachstumsplus für Europa und die USA. Für den ausgeschlossenen Rest der Welt bedeutet es auf der anderen Seite ein Schrumpfen der Wirtschaft. Die negativen Konsequenzen wären massiv. Die Verelendungsspirale dreht sich so nur noch schneller. TTIP und CETA befeuern Not und Perspektivlosigkeit in diesen Regionen. Folglich gibt es noch mehr Gründe, den Weg nach Europa oder in die USA zu suchen. So schließt sich ein Kreis. Das große Ganze geht weit über Freihandelsabkommen hinaus. Es reicht nicht, TTIP zu reformieren, transparent zu verhandeln oder Kernpunkte zu streichen. Freihandelsabkommen sind die konsequente Weiterführung der kapitalistischen Logik. Das Problem muss klar benannt werden. Es heißt Kapitalismus. Ein Bild dazu. Ein Banker sitzt mit einem Geflüchteten und einer Hartz-IV-Empfängerin vor 20 Stücken Kuchen. Er nimmt sich 19 Stücke Kuchen und sagt zur Hartz-IV-Empfängerin: Pass auf, der Flüchtling will dir dein Stück Kuchen wegnehmen. Der Kapitalismus will uns zu Akteuren einer Ellenbogengesellschaft machen. Empathie weicht wirtschaftlichem Kosten-Nutzen-Kalkül.
Menschlichkeit weicht Profitmaximierung. TTIP, ein Vertrag zwischen Staaten, ist das verbriefte Recht auf Profit einiger weniger. Der Großteil aller Menschen trägt die Last dessen. Es wird über uns, ohne uns und gegen uns entschieden. Wir brauchen keine Verträge zwischen Staaten. Wir brauchen Solidarität zwischen Menschen. Solidarität, die Grenzen überwindet. Wir wollen kein Stück vom Kuchen. Wir wollen die ganze verdammte Bäckerei. Aber sie werden sie uns nicht geben. Wir müssen sie uns holen. Dankeschön. Ja, ganz toll, David von der interventionistischen Linken.